Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Stratege und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode hier mit dem U96 in U-Boat. Ja, es wird langsam hell. Ich glaube, da hinten kann man... Oh, wo war es denn jetzt? Da hinten kann man schon sehen. Ja, da hinten wird es auf alle Fälle schon heller. Wir erinnern uns, letzte Ausgabe sind wir quasi den feindlichen Zerstörern hier in dem Bereich irgendwo entkommen. Ein zweites U-Boot ist hier auch noch in der Nähe. Vielleicht kommen sogar noch mehrere U-Boote mit an. Und ja, die Linie hier ist die Linie, die der Konvoi genommen hat. Ich würde sagen, ich werde mich jetzt erstmal darum kümmern, dass alles soweit an Bord passt. Und zwar normale Belichtung, lass mal an, direkte Befehle beenden, Alarm ist ebenfalls aus, Kreiselkompass. Dann, Torpedos nachladen. Wie haben wir denn da jetzt drin? Wir laden mal einen der Torpedos nach. Und dann, es ist jetzt 6.45 Uhr, es wird wahrscheinlich bald hell werden. Ich hoffe mal tatsächlich, dass es zwar hell wird, aber dass der Regen noch so weit bleibt. Wir gehen mal auf große Fahrt. Und werden uns versuchen, uns quasi Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wieder seitlich zum Konvoi zu positionieren. Ich bin mal gespannt, was die Zerstörer machen. Wir hatten das letzte Mal gesehen, ich weiß gar nicht, ob jetzt diese Markierung hier noch davon ist, dass die Zerstörer tatsächlich von mir abgelassen haben und sich Richtung Südosten abgesetzt haben. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auf das zweite U-Boot gehen, ob die noch einen anderen Befehl erhalten haben. Auf alle Fälle sah es so aus, ich bin mir nicht sicher, es sah so aus, als wenn die Zerstörer den Geleitzug irgendwie verlassen hätten. Ich kann ja mal schauen, ob der Reitenbach irgendwas sieht. Konvoi müsste irgendwo in dieser Richtung sein. Sind wir zu weit weg. Naja, aber den generellen Kurs vom Konvoi haben wir ja. Gehen wir ein bisschen auf die Zeitbeschleunigung. Ja, und dann werden wir uns jetzt hier Kurs auf diese Koordinaten setzen. Rohr 1 geladen. Mal direkt wieder ransetzen. Rohr 1 geladen. Dann sollen die Torpedos jetzt einfach schon mal vorwärmen. Was übrigens nicht geht, und ich habe es ja schon mal versucht, ich habe es ja schon mal ausprobiert, man kann mit der Shift-Taste, könnte man eigentlich Befehle ja in eine Art, jetzt fällt mir das englische Wort bloß ein, Queue, in eine Art Liste eintragen, die dann nach und nach abgearbeitet wird. Das funktioniert momentan nicht. Und falls ihr euch auch wundert, ich habe die Quiet-Mod von der U-Boat Modding Group derzeit wieder rausgenommen, denn ich bin nicht so 100% damit zurechtbekommen und ich habe auch gesehen, beziehungsweise mein Problem war, dass meine Maschinisten und Torpedomate und sowas sich eigentlich nicht mehr automatisch um die Torpedos gekümmert haben. Was natürlich dann ein extremes Micromanagement gelaufen ist. Habe ich es mal rausgenommen, mal schauen, ob es dann wieder funktioniert. Die Quiet Mod hat dafür gesorgt, dass sich auf Befehl im Prinzip hier alle Leute ruhig verhalten haben, keine Reparaturen mehr durchgeführt worden sind, aber das werde ich anderweitig dann auch lösen können und schauen mal, ob es für das Problem eine Lösung gibt. Gut, gehen wir raus. Gehen wir auf Zeitbeschleunigung. Drucklufttanks sind befüllt. Die Moral sieht wirklich schlecht aus, muss ich sagen. Da kann ich jetzt aber gerade erstmal nichts machen dagegen. Gehen wir mal auf kleine Fahrt, setzen uns direkt hier ran und dann hoffe ich sehr, dass das Wetter noch bleibt. Der Maschinenstopp. Gut. Dann schicken wir mal den Ostermann. Ah, der Ostermann ist gerade noch sehr müde, dann soll das der Thomas Fuchs machen, der faule Hund. Akustik- und Radarwarnung. Genau. Da ist es natürlich nicht so gut wie mein Funk-Obermat, der Ostermann. Aber für den Job, denke ich, wird das ausreichen. Ah, vielleicht geht man noch auf Periskoptiefe, das wäre nicht verkehrt. Rauch am Horizont. Tiefenmoderstation ist nicht benannt. Müssen wir auch alles gerade nicht machen. Und dann schauen wir mal, Periskop ist ausgefahren. Ob der Fuchs jetzt hier die Schiffe identifizieren kann.
Sieht momentan nicht danach aus. Etwas eigenartig, wisst ihr was? Wir schicken den Ostermann dahin. Akustik- und Radarwarnung. Soll der das machen? Und hoffentlich die Schiffe schneller aufklären. Sieht schon, die maximale Hörreichweite geht auch nach oben. Aber auch er kann die Schiffe nicht orten. Das ist interessant. Auch mit langsamer Fahrt voraus. Ich kann die also gerade weder sehen noch hören. Vielleicht sind sie auch noch zu weit weg. Tiefe 9 Meter. Jetzt. Gut, da sind die Pötte. Schauen wir uns das jetzt mal hier an. Ich werde mal versuchen, hier möglichst wenig ohne Karte zu arbeiten. Wir gehen auf 0 Grad hoch. Da ist einer. Periskop weiter raus. Machen wir gerade noch Fahrt. Ja. Alle Maschinen stopp. Die Frage, wie nah wir jetzt hier rankommen. Was könnte denn das für ein Schiff sein? So. Hier habe ich die Enhanced Identification Booklet Mod wieder am Start. Da konnte ich jetzt mit einem Update ging jetzt hier die verfassungsfeindlichen Symbole wieder raus. Schauen wir mal, kann ich irgendwas entdecken? Nee. Dann bleiben wir mal dabei. Wahrscheinlich, wir hatten glaube ich in der letzten Folge, das müssten Amerikaner gewesen sein. Es sind zivile Schiffe. Küstenschiff, Fischerboot, Frachter, Empire Bell. Die haben nicht so große Ausleger. Zwei Masten und hin. Ach, das ist ein Empire Explorer. Also ein, ich würde es mal sagen, ein mittelgroßer Frachter. Hat das geblitzt oder haben die geschossen? Kann ich mir kaum vorstellen. Das kann eigentlich bloß ein Blitz gewesen sein. Gut, wir bestätigen mal das Empire Tower. Sonst noch keine weiteren Schiffe hier. Ja, Wetter ist auch nicht gut. Was haben wir denn hier für Sichtweiten eigentlich? Sichtweite ist derzeit 2,8 Kilometer. Ah, okay. Ich habe hier ein Schiff angepeilt hier drüben. Hier vorne sind aber nochmal zwei weitere Schiffe. Ah ja, hier. Ja, Amerikaner. Schauen wir mal, das ist mit zwei Masten. Das ist eine Empire Bell. Verdrängung 5000 Tonnen. Ist es eine Empire Bell? Er hat drei Masten. Eine Empire Explorer. Kann ich das für mich bestätigen? Ist es eine Empire Explorer? Müsste Empire Explorer sein. Da ist noch ein Schiff. Ein Schwede. Möchte natürlich. Wir haben jetzt, glaube ich, noch 5 Torpedo im Bug. Also, das hier. Empire Explorer 5000 Tonnen. Dann haben wir hier. Empire Tower ebenfalls mit knapp 5000 Tonnen. Oh, ist das ein C3 oder ein Liberty? LST C3, 1, 2, 3 Masten vorne, 2 Masten hinten. Sieht mir eher nach einem Liberty-Schiff aus. 2 Masten vorne, einer hinten. Ja, Liberty mit 7200 Tonnen. Das ist natürlich unser
Aber wisst ihr was? Ich sehe keine Zerstörer. In dem Konvoi sind keine Zerstörer. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns zuerst das dicke Schiff. Einrasten. Gehen wir mal ein bisschen Fahrt, halbe Fahrt. Ich fahre das Periskop so lange mal ein, dass wir nicht sichtbar sind. Das muss der hintere gewesen sein. Wir können da mal schauen. Naja, da kommen wir doch eigentlich ganz gut ran hier. Große Fahrt. Gehen wir mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit hoch. Und da fällt mir eigentlich, sollte den Schumann mal die Torpedos vorwärmen lassen. Falls er das nicht automatisch macht. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Irgendwie klappt das gerade nicht so recht. Und ich glaube, das lag daran, dass ich zu viele Mods mit drin hatte. Mein Maschinist, beziehungsweise ist er Torpedomat auch. Maschinist, Wachoffizier. Ich gehe jetzt mal hier einen runter. Bin mal gespannt, wann ich meine Dienstpläne so weit im Griff habe, dass ich damit zufrieden bin. Torpedos vorwärmen, Torpedos laden. Gehen wir hier mal auf eine 7 und speichern den ab. Torpedo. Torpedo und Maschinenmat bestätigen. Gut. Sind jetzt am Werkeln hier. Der Schumann, ja, die machen auf alle Fälle was. Würde ich sagen, machen wir Maschinenstopp. Gehen wir ins Periskop. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ja, ja, nur ruhig, Männer, nur ruhig. Ich lasse den Alarm jetzt hier aufhören. Ja. Wir haben derzeit keine Zerstörer, die wir irgendwo sehen. Die Schiffe sind jetzt schon direkt vor uns. Wo ist denn der dicke Pott jetzt? Hier. Auf 70 Grad. Passt mal nochmal ein. Ja, das ist ein Liberty Frachter. Bestätigen. Geschwindigkeit vom Konvoi waren 7 Knoten. Die können wir auch gleich mal direkt wieder eintragen. Ich glaube, das muss ich direkt mal messen. Ich glaube, dass ich hier relativ schlecht die Geschwindigkeit messen kann, weil er so schräg fährt. Aber probieren können wir es mal. Das war falsch. Schauen wir mal. Aber wenn, dann verlasse ich mich da eher auf mein Gespür, beziehungsweise auf die Informationen, die wir ja vorher schon hatten mit 7 Knoten. Und ob es ein Liberty oder C3 ist, muss ich jetzt echt nochmal schauen. Also ich sehe vorne 2 Masten, ich sehe hinten einen. Ist relativ schwer zu erkennen hier. So, gleich ist das Schiff durchgelaufen. Bin ich mal gespannt, was er mir dann vorschlägt an Geschwindigkeit. Aber ich glaube nicht, dass ich die hier korrekt bemessen kann. Und durch. Bestätigen. 5 Knoten. Ne, ich gehe auf 7 Knoten. Das weiß ich von vorher noch. Der soll weitere Torpedos vorwärmen. Also, Liberty, 2 Masten. Schauen wir uns mal den C3 an. Der hat vorne 3 Masten, hinten nochmal 2. Nee, das ist ein Liberty-Schiff. Hier hinten haben wir auch so... Was ist denn das hier? Nee, da komme ich nicht ran, gell?
bin mir ziemlich sicher, dass es ein Liberty-Schiff ist. Ja, können wir mal die Entfernung mal eben uns anschauen. Mal die Entfernung messen. Entfernung. Das war es nicht. So, das Geisterbild auf die Wasserlinie bringen. Entfernung 4300 Meter derzeit noch. Das interessiert mich jetzt tatsächlich, ob das wirklich der Fall ist. 3800. Naja, so schlecht gemessen war es also nicht. Lasse ich die vorderen Schiffe jetzt vorbeiziehen? Ich denke ja. Ich möchte jetzt erstmal mich hier um den großen Pod kümmern. Wer weiß, was mit den Zerstörern ist, ob die nochmal irgendwann auftauchen. Schön wäre es natürlich, wenn wir gleich zwei Schiffe auf einen Schlag bekommen könnten. Mal Torpedos hier vorwärmen. Wir gehen auf kleine Fahrt. Nicht, dass wir jetzt hier direkt mit dem Schiff hier auflaufen. Ja, können wir noch ein bisschen weiterfahren. So, bereiten wir unseren Torpedo-Vorhalterechner schon mal vor. Den muss ich jetzt erst noch deaktivieren. Wenn das Licht hier an ist, ist er komischerweise nicht aktiv. Hier ist er nicht eingeschaltet. Passt. Hoffentlich kommen wir jetzt unter dem Schiff da noch durch. Oh, ein bisschen mehr Fahrt lieber noch. Maschinenstopp. Ist die Frage, ob sich das da hinten, ob sich es lohnen würde, da hinten das Schiff noch anzugehen. Die Amia. Schauen wir uns mal an. Gut, dann sollen sich jetzt mal alle Leute auf die entsprechenden Positionen geben. Der LI soll an die Tiefenruntersteuerung gehen. Der Fuchs. Ah ja, da kann ich jetzt gar keinen Alarm geben. Macht auch nichts. Ist auch nicht weiter tragisch. Dann wärmen wir den Torpedo hinten auch mal vor. Gut, passt. Dann ist die Frage. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse mal noch ein bisschen Zeit, bis der hier weg ist. Wie nah ist denn der jetzt dran? 120 Meter bloß. Das heißt, es muss dann nachher schnell gehen. Können wir eigentlich jetzt machen? Oh, das Periskop war noch ausgefahren. Das ist natürlich blöd. Messen wir den Abstand nochmal. Liberty Schiff bestätigt. Entfernung. Bestätigen 1300 Meter. So, Kurs. Wir aktivieren jetzt hier den Torpedo-Vorhalterechner S3. Die Gegnerfahrt setzen wir hier auf 6-7 Knoten. Ausgewählt sind die Bugtorpedorohre, das ist Richtung. Schiffsentfernung ist momentan bei 1000. 1, 2, 3. Ja, 1300 Schussentfernung. Und jetzt Gegnerlage. Also vom feindlichen Schiff aus gesehen befinden wir uns backbordseitig, also hier links, Gegnerlage. Und wie gesagt, von dem Schiff aus gesehen, in welche Richtung befinden wir uns? 90 Grad Winkel ist es definitiv nicht. Jetzt muss ich ganz kurz mir im Kopf das mal so zurechtmalen. Ich würde schätzen, schauen wir uns das hier nochmal an. Kann es sein, dass das maximal ein 30 Grad Winkel gerade ist? Gehen wir mal auf 50 Grad. Ich versuche es mir jetzt gerade vorzustellen. 50 Grad. Belassen wir es mal dabei. Und jetzt sagen wir im Prinzip mit dem Schalter
setze ich quasi das Periskop und den Torpedo-Vorhalterechner hier auf ich versuche es mal. Ich versuche es mal zu erklären. Also Schiffspeilung. Der rote Kasten außenrum ist, wo mein Periskop hinzeigt. Und der weiße Strich ist da, wo das Schiff ist. Die habe ich jetzt quasi beide übereinander gebracht. Das kann man ja hier jetzt auch schon sehen. Das heißt, jetzt sind die zusammengelockt und dementsprechend beendet sich jetzt hier die Schiffspeilung. Die Schiffspeilung ist zweifach aufgebaut. Wir haben hier oben die 360-Grad-Scheibe, 360-Grad-Kompass. Ist jetzt also momentan irgendwo 20, 30, 40, irgendwo bei 50 Grad. Und hier oben sind die Einser, also die 51, 52, 53. Jetzt gehen wir runter auf 0. Das heißt, wir sind jetzt dann wahrscheinlich bei... Jetzt sind wir bei 50 und jetzt sind wir 49, 48, 47 und so weiter geht es jetzt hier quasi mit runter. Okay. Der Torpedo-Folterechner zeigt mir dann genau an, wann ich zu schießen habe. Wenn hier Torpedokurs und Fächerspreizung, wenn die beiden, Parallaxwinkel, wenn hier quasi der auf 0 geht und hier ebenfalls auf 0 ist der perfekte Schusswinkel, dann muss der Torpedo quasi nicht lenken, um sein Ziel zu treffen. Ich will jetzt gerade Deckung nehmen, müsste an sein. Und da haben wir noch ein paar Grad. Ich würde sagen, wir fahren das Periskop nochmal ein. Ich sage mir jetzt hier auch Salz eingefahren lassen. Wir gehen mit der Geschwindigkeit noch ein bisschen nach vorne. Okay. Dann Periskop wieder raus. Habe ich jetzt die Peilung verloren? Das ist nicht das Schiff. Jetzt habe ich tatsächlich, jetzt habe ich es mit der Peilung verbockt. Jetzt muss ich mich beeilen. War er das? Frank Lever. Ja, einrasten. Oh, muss ich jetzt die ganzen Berechnungen neu machen? Oder laufen die jetzt noch? Das ist die Frage. Ich fürchte, die laufen nicht mehr. Okay, müssen wir neu machen. Also, Peilung. Gegnerlage 80. Dann müssen wir die Entfernung nochmal messen. Das war jetzt ärgerlich. Könnte man aber auch draufbleiben, das weiß ich. Entfernung bestätigen 700 Meter. Dann stellen wir das jetzt hier ein. 700 passt noch. 6 Knoten. Wir gehen auf 7 Knoten. Wir sind jetzt wahrscheinlich bald auf 90 Grad. Dann würde ich sagen, für den dicken Brocken nehmen wir uns 2 Torpedos. Ne, komm, wir probieren es mal. Es ist kein Zerstörer da. Wir haben noch 4 Torpedos, 5 Torpedos, 6 Torpedos. Dass wir da vielleicht... Ah komm, wir probieren das jetzt einfach. Rohr 1, bewässern! Magnetzündung, dann schauen wir uns an. Liberty, Tiefgang, 7,2 Meter, ungefähr 1 Meter drunter. Bewässern. Gehen wir also auf 8 Meter, 8,50 Meter Tiefe. Wichtig ist, dass die mit Magnetzünder unter dem Kiel explodieren, denn wenn da was in die Luft geht, tatsächlich sogar eher das Schlimme, was passiert ist, wenn die Explosion kommt, das Wasser dehnt sich da aus und dann entsteht da mehr oder weniger ein Vakuum und dann sackt das Wasser zusammen, das Schiff wird in die Höhe gehoben und fällt dann mehr oder weniger in so ein Wasserloch und bricht dabei im Idealfall zusammen. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ja, Torpedos müssen los. Los! Raus! Und ich kann gleichzeitig mal schauen, ob wir nicht hinten auch noch einen haben. Nein, es hat nicht geklappt. Ich Depp hab was vergessen. Shit. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Jetzt schau ich mal an, ob das klappen kann. Ja, vielleicht klappt es trotzdem. Ich habe vergessen, die Daten vom Torpedorechner zu übertragen. Aber mit dem gerade Ausschuss klappt es auch so ganz gut. 30 Sekunden. Hier haben wir noch einen. Das ist ein... Empire Bell ist es nicht. Sekunden. Empire Tower bestätigen Geschwindigkeit 7 Knoten. Machen wir hier auch wieder 7 Knoten. Heck-Torpedo-Rohr. Dann sind wir diesmal... Schwere Schäden am Rumpf. Jetzt haben wir es nicht gesehen. Backbord 90, ich würde sagen 80 Grad. Die Länge vom Schiff sind 112 Meter. Hier 110, 112. Wir bewässern... Heck-Torpedo ist außerhalb der Reichweite. Wieso ist der außerhalb der Reichweite?
ich das falsche Schiff anvisiert? Nee. Wieso ist der außerhalb der Reichweite? Ist ja gar nicht. Magnetzünder. Mauer 5! Bewässern! Empire Tower Tiefe 8,47 Meter, das heißt, wir gehen auf 9,50 Meter. Rohr 5 bewässert. Oh, hier sind wir eigentlich schon drüber mit der. Schauen wir nochmal. Entfernung 700, Feindlage müssten wir jetzt tatsächlich. 90 sind wir noch nicht. Irgendwo bei 80. Tipp ich mal. Gegnerfahrt. Wir sind aufgeschaltet. Wir nehmen die Daten vom Torpedorechner. Ah, hier müssen wir auf 180 gehen. Sind wir schon ein bisschen drüber? Los! Ja, die Brände sind aber nicht besonders groß. Brauchen wir noch einen zweiten Torpedo. Schauen wir mal, ob der zweite trifft hier. Na? Schaue ich jetzt nach? Schaue ich nicht nach? Ich schaue nach. Torpedo läuft noch. Danach werden wir uns auf die nächsten Ziele machen. Kann sein, dass die Liberty noch einen braucht. So, Torpedo. Vorne vorbeigelaufen. Schade, schade. Der Aal ging daneben, ja. Gehen wir mal auf den Parallelkurs. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt kann man hier schon schauen. Eastern Sword. Sea Purpose. Land aus Schweden. Die Tour. Drehen wir mal. Ah, ärgerlich. Vorbeigegangen. Ich hätte wahrscheinlich mehr Zeit lassen sollen. Mal den mal aus. Ja, hat aber schon Schlagseite, oder? Nach Backbord. Schauen wir uns an. Gehen wir mal auf große Fahrt. Zu Befehl. Die SSA Frank Lever hat auch eine Meldung abgesetzt. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Torpedos nachladen. Schauen wir mal. Jawohl. Bewegung. Los, schneller. Und den hinteren können sie auch nachladen. Ja, irgendwie machen die das gerade nicht mehr selbstständig und ich weiß nicht so wirklich warum. Und hier im Admiralstab wird auch gerade geschrieben, ich soll mit dem Deckgeschütz den Rest geben. Das ist mit dem Deckgeschütz nicht ganz so einfach. Das dauert eine Zeit. Und ist tatsächlich, ja, ich will jetzt mal nicht sagen Munitionsverschwendung. Fahren wir das Periskop mal ein. Aber da braucht es unter Umständen wirklich viel Munition dafür. Vielleicht ein bisschen arg schnell jetzt. Mal schauen, bis wann sich die hier wieder beruhigt haben, die Schiffe. Ah, das wäre natürlich auch ein dicker Pott. Schauen wir mal. Uns auf 270 muss ja einer sein. Ja. Das ist ebenfalls eine Empire
Empire Tower. Ja, da ziehen wir gerade vorbei. 5200 Bruttoregistertonnen. Dann haben wir hier nochmal eine Empire Tower, oder? Ne, das weiß ich gerade nicht, was es ist. Ist auch gerade noch zu weit weg. Was haben wir hier? Amerikaner. Ist es keine Empire Bell? Oder doch? Doch, das ist eine Empire Bell. Nee. Empire Explorer, 5400 Tonnen. Ja, der lohnt sich doch. Das andere Schiff weiß jetzt gar nicht, ob das schon gesunken ist. Nee, aber hat Schlagseite. Wir können es sehen. Kippt nach Backbord. Wir fahren jetzt hier parallel zu dem Schiff. Wie heißt die? USS Emil Kent. Nehmen wir uns die. Wir drehen. Ah, wisst ihr was? Wir sollten eigentlich noch ein bisschen dran vorbeifahren. Ja, genau. Wir fahren jetzt einfach noch ein bisschen. Hecktorpedo habe ich ja leider noch keinen geladen. Wird noch ein bisschen dauern. Macht aber nichts. Dann legen wir mal einen neuen Kurs an auf 0 Grad. Grob. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Der Kompass mort hier. Schauen wir mal, ob ich es diesmal richtig gemacht habe. Nee, nicht ganz. Ist denn die untere? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jetzt passt. Jetzt müssen wir auf das Schiff eindrehen. Empire Explorer bestätigen. Geschwindigkeit können wir jetzt tatsächlich mal wieder rausmessen. Start. Es ist so eine Situation, die eigentlich brutal langweilig ist. Man macht nichts und trotzdem ist es irgendwie spannend. Es ist verrückt bei U-Boot-Simulationen. Ich hatte letztens dann auch einen Kollegen mal gefragt, was da daran so spannend ist. Man fährt dahin, schaut sich ein Schiff an, versenkt es, fährt wieder weg und das war es dann so ungefähr. Aber es ist so, ich weiß auch nicht, es ist schwer zu beschreiben. Ich glaube, man muss dann einfach schon mal gespielt haben, sowas mögen. Oh, jetzt kommt, tauch wieder auf. Bestätigen. Auf 5 Knoten. Der Konvoi ist auf 5 Knoten runtergegangen. Ja, okay. Dann. Wie fahren wir denn jetzt gerade? 2, 5, 4. Wir müssten jetzt eigentlich direkt auf den Gegner zulaufen. Machen wir mal Stopp. Ich überprüfe das mal auf der Karte. Ja, zumindest einigermaßen. Ich möchte, wie gesagt, ich möchte immer wieder mal auch so gut wie ohne Karte arbeiten. Ich schaue dann zwar trotzdem ab und zu mal drauf. Ich weiß, ich bin nicht im perfekten 90-Grad-Winkel. Das lasse ich jetzt aber bewusst so, denn ich konnte ja nicht auf die Karte schauen. Ich hoffe, ich habe mich deutlich ausgedrückt, was ich damit meine. Es ist so meine Mischung zwischen Realität und Spaß haben und muss nicht immer alles dann so bierernst sein. Aber ich versuche es natürlich dann trotzdem zum gewissen Maß immer. Also, wir tragen ein. Zum einen die Gegnerfahrt 5 Knoten. Dann Schussentfernung müssen wir noch rausmessen. Machen wir jetzt. Schussentfernung. Das ist der höchste Punkt. Das ist der mittlere Mast, oder? Ja, mittlerer Mast. Bestätigen 999 Meter. Schussentfernung. Ah, die wird dann auch gleich hier, übernommen, wenn ich das so einen Eintrag. Und dann müssen wir die Gegnerlage noch eintragen. Wir sind Backbord. Jetzt ist die Frage,
von ihm aus gesehen, in welchem Winkel befinden wir uns? Ich würde mal sagen 70 Grad Winkel. Gehen wir mal auf 70. Wahrscheinlich war das vorher meine Fehleinschätzung, die ich gehabt habe. Jetzt gehen wir auf Deckung und dann müsste eigentlich alles passen. Sind es 70 Grad? Stell ich mir das jetzt nochmal vor, von dem Schiff aus gesehen. Ist echt schwer zu beurteilen. Von dem Schiff aus gesehen, in welchem Winkel befinden wir uns vom Bug des Schiffs aus? Ich bleib bei 70. Dann die Länge des Schiffs einstellen, 132 Meter. Ist tatsächlich aber jetzt nicht weiter wichtig hier, denn damit wird der Fächer eingestellt quasi. Aber schaden kann es ja trotzdem nicht. Größe 110, 120. Okay. Wir bewässern. Ach, ist kein Torpedo warm. Macht nichts. Dann gehen wir hier auf den Magnetzünder. Rohr 2 bewässern! Rohr 2 bewässern, Tiefe, jetzt müssen wir nochmal nachschauen. Tiefgang 8,90 Meter, 9,50 Meter laufen wir. Gut, dann bleibt uns jetzt hier bloß noch abzuwarten, bis wir hier auf 0 sind. Also mit dem Zeiger auf 0 und mit dem Zeiger auf 0. Und dann hauen wir den Torpedo raus. Schauen wir mal. Gleich ist es soweit. Und Torpedo, los! Los! Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich so wenig Torpedos abfeuere auf ein einzelnes Ziel. Bisher hat es immer den Grund, es waren Zerstörer da, es musste irgendwie schnell gehen. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Was? Der ging nicht daneben. Das war eine Fehlzündung. Ah nein, ich habe am Torpedo-Folter-Rechner was eingeschaltet, aber das muss trotzdem Fehlzündung gewesen sein. Hagelzack, wenn man nicht alle... Kommt, also wie gesagt, die Mod ist so obendrauf gelegt sozusagen aufs Spiel und ist noch nicht hundertprozentig perfekt integriert. Es wird bestimmt noch kommen, wenn das Spiel dann auch mal komplett fertig ist. Rohr 3, bewässern! Magnetzünder 9,50 Meter, jetzt machen wir es nochmal. 90 Schuss Entfernung... Rohr 3, bewässert! 1100 Meter. Bugrohr. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Jetzt Torpedorechner einschalten. Jetzt werden die Daten quasi in den Torpedo übertragen. Und los geht's. Mann, Mann, Mann. Ich habe nämlich tatsächlich jetzt auch 2 Wochen Pause gehabt. Und schon ist wieder einiges von dem Wissen etwas verloren gegangen. Ich muss jetzt hier mal luren, ob der Torpedo einigermaßen sauber hier rausläuft. Ja. Wie sieht es mit dem Liberty-Schiff eigentlich aus? USS Emil Kent wird jetzt beschossen. Jetzt komm schon, bitte, bitte, bitte. Zerstörer sind auch wie vorne nicht in Sicht. Feindliches Schiff wurde getroffen. Sehr gut. Schwere Schäden am Rumpf. Ja, das sagen sie immer und dann dauert es doch eine Weile, bis die sinken. Wenn wir auf ein weiteres Schiff gehen, Torpedos werden hier noch nachgeladen, auf die Eastern Sword. Wisst ihr was? Wir bleiben jetzt einfach hier liegen. Fahren das Periskop ein. Und warten, bis die Eastern Sword hier auftaucht. Ist auch der perfekte Zeitpunkt, würde ich sagen, um diese Folge zu beenden. Wobei, ich schaue jetzt lieber nochmal vorbei, was die ganzen Leute machen. Schumann lädt den Torpedo noch nach. Genau, hinten müssen wir Torpedo noch machen. Machen wir alles in der nächsten Folge.
Ja. Ich finde es trotzdem spannend, obwohl keine Zerstörer da sind. Es macht einfach Spaß, die Torpedos hoffentlich ins Ziel zu bringen. Ihr habt es heute gesehen, ich habe noch ein paar kleine Bedienungsschwächen, die liegen aber nur an mir und nicht an dem Spiel selber. Und ja, es wird schon wieder einigermaßen klappen. Ich versuche auch hier möglichst viel Abwechslung reinzubringen, mit Methoden, die Angriffe zu ändern. Hoffe, dass es für euch weiterhin spannend ist. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Pferdzeug, Servus.